Willkommen zum heutigen Video. Wie man sieht, habe ich mich ziemlich krass eingedeckt mit Grundnahrungsmitteln. Denn morgen früh startet mein Trip, mein relativ ungeplanter Trip an die Ostsee, wahrscheinlich oder ziemlich sicher nach Rügen. Wir haben aber erst Bustickets, die uns nach Stralsund bringen. Und mit wir meine ich Karl und John, weil wir machen einen Abschlusstrip, bevor Karl sein FSJ in der Ukraine beginnt. Und genau, quasi, dass wir drei nochmal zusammen was machen, bevor er dann ein Jahr weg ist. Und ich mache ja dann wahrscheinlich auch ein FSJ, aber in Berlin. Und John auch. Und ja, so ein Abschlusstrip. Genau, und dafür habe ich eben eingekauft. Und morgen früh geht es los. Ich habe aber gestern auch was gefilmt, ich habe aber irgendwie nur so ein paar Impressionen gefilmt. Ich war mit Leo irgendwie so ziemlich den ganzen Tag im Jahn-Sportpark und wir haben irgendwie, weiß nicht, gechillt. Es war ziemlich warm und jetzt ist das Wetter ziemlich scheiße. Ich hoffe, dass es nicht so an der Ostsee wird. Aber jetzt erstmal ein paar Ausschnitte von gestern. So, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Morgen geht's an die Ostsee. Dazwischen wird aber noch ein Video erscheinen, denke ich. Weil sonst würden jetzt bis zum 26. nichts kommen und ich weiß nicht, ich würde irgendwie schon gerne noch was raushauen. Deswegen habe ich ein Video gedreht, was ist in meiner Kameratasche. Ist, glaube ich, ziemlich nice geworden. Und das hier kommt jetzt am 23. morgens wahrscheinlich, also wenn ich wegfahre, und das nächste dann am nächsten Tag und dann, wenn ich wiederkomme, schneide ich alles. Die Sache ist, ich habe da halt wahrscheinlich kein Ladekabel oder so und habe zwei Canon Akkus und ich nehme noch die GoPro mit einmal voll und noch eine extra Speicherkarte und keinen Laptop. Das heißt, ich filme einfach so viel wie es geht, könnte auch sein, dass es nur der erste Tag oder so ist. Und sonst, weiß ich nicht, Fotos oder so. Ja, aber das war's erstmal mit dem Video. Und ich packe jetzt für die Ostsee. Love's an art that's but a tapestry. And I know lately Cupid's acting like a fantasy. But you and I don't need no extra or some fancy things. So we can skip the bow and it's a stupid.